eine ruhige, klare Nacht. Tausend Sterne schienen hell. Der alte Bauer schlief in Frieden ein. Plötzlich hörte er ein Heulen und dann ein Krach. Irgendetwas fiel vom Himmel, sogar das Vieh im Stall wurde wach. Bauer Barnes sah aus dem Fenster, seine Mühle brannte lichterloh. Er streifte seine Joppe über und eilte auf den Hof. Er sah überall verstreut rot glühendes Metall und den Körper eines irgendetwas, das gerade starb. Ein fliegendes Objekt krachte in Bauer Barnes Mühle. 1890 wird erzählt. Es war bei Rede rechts der Ems und in den brennenden Trümmern fand man einen winzigen Weltraummenschen, der war eine Grube am nächsten Tag. Die Nachbarn kamen und standen rum, begabten den Körper und guckten dumm. Der Pfarrer segnete den unbekannten Gast. Der Dorfälteste trat davon und sagte, dieses ist des Teufels Sohn. Und der Dorftrunk mutterte, der keinen Schnaps mehr an. Die alte Marktjungfer Pflicht schwor, sie erkenne das Gesicht. Es sei Bogjan, sein Sohn, der schon so lange Zeit verschwunden war. Und als sie ihn herunterließen, war es totenstill. Nur der Totengräber zitterte vor Furcht. Ein fliegendes Objekt krachte in Bauer Barnes Mühle. 1890 wird erzählt. Es war bei Rede rechts der Ems und in den brennenden Trümmern fand man einen winzigen Weltraummenschen, den man begrub am nächsten Tag. Die fromme Witwe pfeift, was sicher dies sei der Heilige Geist, um zu erinnern an den täglichen Lobgesang. Doch bald waren die Türme verschwunden fürs Souvenir, Forschungskunde, es wurde einfach umgepflügt. So viele Jahre sind verflossen, so viele Generationen liegen dazwischen, es ist nur noch Altweibergewäsch. Aber irgendwo in unserem Boden liegt ein Körper ruhig und tief, der irgendwo im All geboren war. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ein fliegendes Objekt kracht in Bauer Barnes Mühle. 1890 wird erzählt. Es war bei Rede rechts der Ems und in den brennenden Trümmern fand man einen winzigen Weltraummenschen, den man begrub am nächsten Tag.